Okay, ist ja merkwürdig. Na gut. Ist ja merkwürdig. So. Ja, wir versuchen jetzt nicht in die... Aber was ist denn da oben? Ist das ein wildes Pokémon? Oh ja! Was ist denn da... Hä? Was ist denn das für ein Vieh? Wir gehen da mal auf Gortrum. Gortrum ist verletzt. Wir können Gortrum einmal heilen und auch Interleon. Wir haben ja vorhin wieder genug Hypertränke gekauft. Da, einmal auf Gortrum, einmal auf Liberlo. Und dann versuchen wir mal diesen komischen Frosch zu fangen. Das versuche ich jetzt aber nur zu fangen, weil das irgendwie komisch aussieht. Was ist das für ein Pokémon? Ein Kaokto. Okay. Aber vielleicht war er gut. Boah, Level 50? Warum ist das so stark? Ist das irgendein besonderes wildes Pokémon? Okay, da kriegen wir auf jeden Fall... Das ist nicht... Was? Ist es nicht vom Typ Wasser? Oder ist es... Wasser-Elektro oder sowas? Okay, aber einmal können wir auf jeden Fall nochmal... Wir müssen auf die Hagelkörner aufpassen. Einmal Trommelschlag sollte passen, solange es nicht krittet. Einmal Hagelkörner überlebt das Kaokto aber noch. Und dann müssen wir es aber fangen. Fehlgeschlagen. Oder überlebt es noch einmal die Hagel... Oh Gott, vielleicht auch nicht. Nein, vielleicht stirbt es auch. Nein! Boah, ein KP, jetzt muss es drin bleiben. Ansonsten ist es nächste Runde K.O. Es hat nur noch ein KP. Es kommt sofort wieder raus. Ja gut. Dann ist es halt futsch. Nicht so schlimm. Ich hätte aber schon mal gerne gewusst, was das für ein Typ jetzt war. Es kann ja nicht nur vom Typ Wasser gewesen sein. Man kann auch nach Alphabet sorten, oder? Wie hieß er denn jetzt? Oh, scheiße. Irgendwas mit Okto? Wie hieß denn das Vieh jetzt nochmal? Weiß ich mehr. Dü. Ich hab schon wieder vergessen, wie das hieß. Irgendwas mit P oder so. Irgendwas mit Okto oder so. Wie hieß denn das jetzt nochmal? Das Vieh. Ach, egal. K-Okto. Der Marcel hat aufgepasst. Nice. K-Okto. Da, K-Okto. Typ Kampf. Ach so. Ja, gut. Das ist dann natürlich. Ja, ne? Das ist vom Typ Kampf. Okay. Wir haben es leider nicht gefangen, aber ist nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir nochmal kurz gucken, wo wir denn hier übers Wasser radeln müssen. Ne, hier war nur das versteckte... Hier war nicht nur das versteckte Item. Riesenperle vom hohen Wert. Nice, können wir verkaufen. Und wir landen direkt in den Mantax. Das können wir aber mit Gortrum ganz gut besiegen. Und die wilden Pokémon sind hier so auf 40 ungefähr. Und das war von Typ. Das war auf Level 50. War das irgendwie so ein Kaokto? Ist das irgendwie so ein besonderes Pokémon gewesen? War das die einzige Chance, irgendwie das zu fangen? Der hat jetzt auf Wasserkampf getippt. Ich hatte gerade irgendwie, sah schon auf Krawall gebürstet aus, aber er hätte auch irgendwie von
Hätte aber auch irgendwie so ein bisschen von Typ Elektro sein können, oder? Durch diese gelben Flecken auf dem Körper hätte ja sein können, dass sie so ein bisschen elektrisch geladen sind und es von Typ Wasser Elektro ist. Hätte theoretisch sein können. So, wir holen mit Goldrom ein bisschen auf, was das Level angeht. Das ist nice. Okay, ich glaube fast, dass hier der richtige Weg ist. Deswegen gucken wir nochmal ganz kurz, ob wir hier oben noch irgendwo vielleicht ein Item uns abstauben können. Ja, können wir. Einmal hier eine Riesenperle, nice. Boah, hier sind noch mehr Items. Triebperle. Oh, von große Perlen, die in schönen Silberfunken sind, von großem Wert, nice. Ein Eisstein, okay. Oder wo geht's denn jetzt lang? Ich bin verwirrt. Oder ist das hier doch der richtige Weg? Boah, was ist das? Ne, Moment, hier ist der richtige Weg, oder? Oh, ich hasse sowas. Moment, Karte. Da unten. Sind wir jetzt hier richtig oder nicht? Aber ich würde einmal wissen, was ist denn das für ein Vieh hier? Was ist das? Ein Anker? Ein Moruder? Okay. Das sieht so aus wie ein Anker. Könnte also von Typ Wasserstahl sein. Wasserstahl, komm. Wasserstahl würde am meisten Sinn machen, oder? Ui, Pflanze ist auch überhaupt gar keine gute Idee dagegen. So, gar keine gute Idee. Oh. Oh, diese Hagelsteine. Hagelsteine. Hagelkörner. Was ist das für ein Typ? Wir gehen mal mit Gortrum raus und versuchen es vielleicht mal mit... Ja, mit was versuchen wir es denn mal? Mit Kramor. Und dann setzen wir mal Flug ein. Mal gucken, was Flug bewirkt. Kramor haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Gigasauger? Eine Pflanze? Bohrschnabel. Wenn wir jetzt sehr effektiv angreifen, ist das echt typisch. Oh Gott. Okay, ganz anscheinend ist es irgendwie von Typ Pflanze. Okay. Interessantes Pokémon. Aber da wir hier richtig sind, gehen wir erst nochmal, bevor wir auch den Pokémon-Kampf machen. Nee, yo! Da ist schon wieder so ein Kaokto. Ich bin überfordert, ich weiß nicht, wo lang. Ich würde nochmal ganz gerne aber schauen, was es jetzt da links gibt. Wir schauen uns erstmal ganz in Ruhe jetzt hier auf dem Wasser um. Dann muss es ja hier... Oh, ja, hier gibt es nochmal einen Pokéball. Nice. Ein Top-Beleber. Übel gut. Übel gut. Da ist nochmal ein Kaokto. Okay, Moment. Wir machen... Weil das halt... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie auch auf Level 50 sein werden. Das heißt, wir gehen mal auf Kramor. Flug ist nämlich ganz gut gegen Kampf. Ist das auch Level 50? Level 50? Ja, warum ist denn gerade das so stark hier, ey? Krasser Shit. Das heißt, es sollte aber ein Bohrschnabel überleben, oder? Perfekt. Wobei Kraftkoloss auch echt stark ist. Was eine Scheiße, ey. Und diese Hagelkörner sind halt echt kontraproduktiv, wenn man Pokémon fangen möchte, ne? Die haben auch eine scheiß Fangrate, habe ich das Gefühl. Oh, warum mache ich denn diese Scheiße überhaupt immer noch mit dem Versuchen, die Pokémon zu fangen, ey? Das ist immer nur reine Itemverschwendung. Und am Ende schaffen wir es doch eh wieder nicht. Und dann haben wir nur wieder einen Beleber geopfert,
Tränke geopfert. Und wofür am Ende? Für nix. Und dieses Vieh, das interessiert es einfach null, dass wir einen Hyperball werfen, obwohl es schon längst im roten Bereich ist. Und ich hatte bis jetzt noch nicht einmal die Gelegenheit oder die Möglichkeit, irgendwie meinen Pokémon irgendwie meine Attacke beizubringen, den Status des Gegners ändern, ne? Ja, fuck Yuka Octo, wirklich. Ja, wir machen es auch gar nicht mehr weiter jetzt. Unser Team steht sowieso. Und, yo, ich versuche jetzt nicht mehr die ganzen Pokémon zu fangen. Ich bin's leid. Jetzt heilen wir die nochmal hoch und dann habe ich ja keinen Bock mehr drauf. Wenn wir in Pokémon dann nochmal reinlaufen, in wilde Pokémon, dann nur um die zu besiegen, aber nicht mehr um die zu fangen. Okay, alle wieder aufgefrischt. Jetzt schauen wir mal, wo es denn hier noch lang geht. Wir können aber trotzdem Goldraum nochmal wieder nach oben stellen. So. Und jetzt kommt ein Kampftrainer. Die Attacken, die man auf den Gegner loslässt, müssen auf seinen Schwachpunkt abzielen. Mehr steckt nicht dahinter. Korrekt. Oh, so wie der aussieht, setzt der bestimmt Kampf-Pokémon ein. Hätten wir doch mal Kramor oben gelassen. Aber? Ja, tatsächlich ein Kaokto. Halt die Klappe. Oh Mann. Dann müssen wir auf jeden Fall mit Goldrum raus. Es war nur Level 41, aber trotzdem. Da gehen wir auf Kramor. Yo, wie hast du dieses Kaokto gefangen? Das bleibt einfach nicht im Ball, egal was man macht. Durchbruch. Das sieht gut aus. Und mit einem Bohrschnabel sollte das dann jetzt aber K.O. sein. Level 41 ist ja nicht wirklich stark. Sehr gut. So, Pampros und Goldrum holen langsam aber sicher auf. Das gefällt mir. Ah, jetzt haben wir aber mit dem Münzamulett nichts mehr am Hut, leider, ne? Dip, 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 dip. So, dip. Wir versuchen, ne? Wir besiegen zwar die ganzen wilden Pokémon, die jetzt kommen, aber wir versuchen, die nicht mehr zu fangen. Ich hab da keine Lust mehr drauf. Wir nehmen nur die EP mit, indem wir die besiegen, aber mehr auch nicht. Na, wo landen wir denn jetzt hier noch? Boah, ich habe dieses Wassergebiet. Oh. Ich habe dieses Wassergebiet gar nicht so kompliziert in Erinnerung. Ich finde es ja nett von ihr, dass sie mir ihren geheimen Strand zeigt, aber findest du es nicht auch viel zu kalt hier? Jo, und die stehen noch in Badehose und Bikini und so. Wie kann sie so gelassen im Bikini dastehen? Habe ich mir auch gerade gefragt. Ich glaube, mir frieren jeden Moment sämtliche Zehen ab. Eieiei. Na, was sagst du zu meinem geheimen Strand? Es ist ein wundersames Paradies inmitten des kalten Ozeans. Klein, aber fein. Da du extra hergekommen bist, habe ich ein Geschenk für dich. Taucher! Oh, nice. Taucher ist doch eine gute Attacke. Mit der Attacke Taucher können Pokémon ins Wasser abtauchen, wo sie vor gegnerischen Angriffen sicher sind. Fast wie hier an meinem kalten, abgelegenen Strand. Taucher war doch eine nice Attacke, oder? War doch eine relativ starke Wasserattacke. Ja, Stärke 80, das ist nice. Das machen wir. Auf Interleon. Wir haben noch eine. Auf jeden Fall eine Wasserattacke, die nicht ganz so stark ist.
Ja, Aquarelle ist halt nice, ne, dass wir eventuell unseren Gegner verwirren können, aber yo, wie oft kommt das tatsächlich vor? Eigentlich nicht so häufig. Wir machen Aquarelle weg für Taucher. Sehr schön. So. Also einen geheimen Strand zu haben, ist halt auch echt nice, ne? Wenn man so seine Ruhe hat, so, ne? Niemand ist da, man ist ganz alleine am Strand, aber jedes Mal diesen Aufwand machen, um hier hinzukommen, da hätte ich, glaube ich, auch keine Lust drauf. Tauchbälle, die im Wasser leben, besser fangen werden. Yeah, das können wir auf Kaokto versuchen. Boah, vielleicht versuche ich doch noch einmal, Kaokto zu fangen. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir wieder hier, ne? Hier oben, warte, wo sind wir hier? Ne, Moment, jetzt habe ich die Orientierung von. Kamen wir da nicht her? Jetzt muss ich erstmal den Weg finden. Wenn es wieder einen anderen Weg zurückgibt als den wir hingekommen sind, bin ich schon wieder überfordert, ne, mit meiner Orientierung. Wenn ich genau den gleichen Weg zurückgegangen wäre, den wir gekommen sind, wäre das nicht so das große Problem gewesen, ne? Aber so muss ich jetzt erst mal schauen, wo wir denn jetzt überhaupt wieder sind. Und in welcher Ecke. Ich will halt auch keine Ecke übersehen, das ist es eben, ne? So, ich glaube, wir kamen von... Ja, wir kamen von hier, aber gibt es... Genau, hier war der Pokéball. Was gibt es denn jetzt aber hier unten, hier rechts denn noch? Hier waren wir nämlich noch nicht. Der schaut mir auch nach Kampf aus. Dann leaden wir einmal mit Kramor wieder. Ergötze dich an unserer Stärke. Das hört sich ganz nach Kampf an. Schwarzgurt. Darren. Ja, perfekt. Der wird mit unseren Flugattacken nicht mithalten können. So. Perfekt. Noch ein Pokémon oder war es das? Noch eins, okay. Wir bleiben bei Kramor. Yes. Genau das gleiche Spiel. Holzhammer. Goldrum versucht Holzhammer zu erlernen. Eine Pflanzenattacke. Boah, 120. Uiuiui. Anwender attackiert mit seinem robusten Körper. Er leidet dabei auch selbst großen Schaden. Ja, okay, dann werden wir die... Da bin ich kein Fan von. Hat Rückstoß, ja. Ja, bin ich. Auch wenn wir hier noch... Aber ist sehr stark... Ja. Wir haben halt Rasierblatt noch drin. Der Rasierblatt ist keine wirklich starke Attacke. Aber ich bin eigentlich kein Fan von Attacken, die Rückstoß erleiden. Und dann auch noch großen Schaden. Ein Rasierblatt hat aber mit nur Stärke 55 aber eine hohe Volltrefferquote. Ich werde Holzhammer nicht erlernen. Ja, dann 120er Stärkeattacken haben dafür sehr niedrige Genauigkeit. Ja, aber ich bin da kein Fan von, wenn die bei Attacken Rückstoß erleiden. Ich setze die nicht gerne ein. Wir machen das ohne Holzhammer. Ach, schaut mal, wo wir sind. Aha, das ist ein Übergang. Ich verstehe. Da ist noch so ein Kaokto. So.
ein letztes Mal. Ein letztes Mal versuchen wir das mit dem Tauchball. So. Ein letztes Mal versuchen wir das gegen mit einem Tauchball. Weil Kaoktu ist zwar ein Kampf-Pokémon, aber lebt im Wasser. Das heißt, der Tauchball müsste ganz gut funktionieren. Boah. Sehr gut. Boah, wie stark! Nein! Aber trotzdem... Genau das meine ich. Aber trotzdem... Verschwenden wir dafür jetzt wieder Items. Ich hasse es. Oh. Fee ist gegen Kampf sehr effektiv. Sieh mal einer an. Ja, komm. Olanga. Obwohl, ist dann Kampf gegen Fee auch sehr effektiv? So, Tauchball. Die im Wasser leben, besser fangen. Go! Bitte enttäusch mich nicht. Es macht es trotzdem keinen Sinn. Es macht trotzdem keinen Sinn. Und wenn ich jetzt alle drei Tauchbälle verwerfe, ist mir egal. Warum hat das so eine krasse, so eine geringe Fangquote oder Fangrate, dieses Kaoktu? Komm schon! Ah, uff! Ja. Ziemlich stark leider. War letzte Chance und ansonsten besiegen wir es. Obwohl wir jetzt diesen Superfang-Pin haben, ne? Das nützt alles nix! Oh, immer das Gleiche mit diesem scheiß Kaoktu. Und wir müssen schon wieder zwei Beleber rasten und Tränke rasten. Oh Mann, ey. Einmal versuchen wir es noch, dann stirbt es eh durch Hagelkörner. Und dann fuck you. Boah, dieses Kaoktu, Alter. Was ist denn los mit diesem Kaoktu? Na gut. Dann soll es halt einfach nicht sein. Scheiß drauf. Ist natürlich nur wieder bitter, dass wir jetzt die ganzen Items dafür einsetzen müssen. Oh, wir haben noch, oh Gott, wir haben noch drei Beleber. Müssen wir uns auch mal wieder welche kaufen. So, noch ein paar Hypertränke. So. 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 Kommen wir irgendwie noch... Findest du einen Schützer? Ein schützendes Item, steif und schwer, das Lieblingsstück eines bestimmten Pokémon. Okay. Kommen wir da oben noch irgendwie hin, bevor wir hier weitergehen? Obwohl, was ist mit ihm hier? Der schaut mir sehr nach Wasser aus. Der hat eine Badehose an, der hat bestimmt Wasser-Pokémon. Gortrom, go. Aber... Ah, scheiße. Ich will eigentlich... Ich setze trotzdem Inteleon einmal nach oben wegen dem Münzamulett. Ich möchte halt ein bisschen mehr Geld verdienen. Kikalo. Aber Marcel! Feuer-Pokémon sind doch nicht gut gegen Wasser-Pokémon. Ich glaube, da hast du dich gerade ein bisschen vertan. Was ist nur los mit dir? Du hast recht, Kikalo wäre gut gewesen. Es ist ein Eis-Pokémon. Libello wäre wirklich nicht verkehrt. Oder ist es Wassereis?
Nee, Austoss ist nur Eis. Ist Austoss Wassereis oder nur Eis? Wenn es nämlich nur von Typ Eis ist, ist halt Libello wirklich keine schlechte Idee. Aber ich gehe mal auf Gortrom. Falsch, das müssen die geändert haben. Ja, vielleicht. Aber in diesem Fall, Marcel, wäre tatsächlich Libello gar nicht so verkehrt gewesen, wenn es denn nur von Typ Eis ist. Oh nein, bitte nicht. Oh Gott sei Dank ging Superschall daneben. Wenn Austoss, aber gut, Austoss kann mit Sicherheit auch Wasser attacken. Das wäre natürlich dann nicht so gut gewesen gegen Libello. Aber Libello hätte halt auch vielleicht sehr effektiv angreifen können. Außer Austoss hat den Wassertypen mit dabei. Dann wäre es wieder neutral gewesen, ne? Und dann wäre Libello wieder nicht so gut, keine allzu gute Wahl gewesen. Aber Gortrom ist halt hier dann eindeutig die bessere Wahl gewesen. So, ich würde einmal ganz gerne schauen. Ja, die Tipps lesen wir uns jetzt nicht durch. Da ist noch so ein Kaokto. Ich hab jetzt wirklich keinen Bock mehr auf Kaokto. Einmal kurz gucken, was ist hier rechts. Achso, da kommt man gar nicht hin, oder was? Kommt man? Man kommt gar nicht nach da rechts. Na gut. Bap, 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 badam. Pflanze ist auch auf Eis sehr effektiv. Oder nicht? Oder war das andersrum? Nee, oder? Wie reagiert Pflanze auf Eis? Ist Pflanze nicht auch gegen Eis sehr effektiv? Ah, Moment, hier geht es gar nicht weiter. Ah, hier waren wir schon. Dann lass uns einmal ganz kurz gucken, was es hier noch gibt. Den hatten wir noch nicht, den Kampf. Interleon lassen wir drin fürs Münzamulett und dann wechseln wir auf Gortrom. Ah, Eis ist stark gegen Pflanze. So rum war das. Pflanze gegen Eis ist normal. Okay. Dann muss Wasser auch mit drin gewesen sein, ja. Dann muss bei Austoss auch Wasser drin gewesen sein. Dann wäre Libello wieder keine so gute Wahl gewesen, ne? Nee, wir wollen einmal wechseln auf Gortrom. Ne, wir fangen immer nur einmal mit Inteleon an, wegen dem Münzamulett. Ja, stimmt, du hast recht. Pflanze ist gegen Eis normal, aber gegen Wasser ja gut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Austoss auch vom Typ Eis ist. Aber Pflanze ist ja gegen Wasser sehr effektiv. Klar, ist dann Gortrom gut. Austoss. Wassereis hat beides. Ja, ja, ist Wassereis. Und deswegen ist Gortrom ja gegen Eisattacken nicht gut, aber gegen die Wasser, gegen den Typ Wasser war es halt gut, ne? Ja, das ist richtig. Austoss kann auch Eisattacken. Was er aber zum Glück nicht eingesetzt hat. Ja, das stimmt. Das stimmt. Badaba. Setzt als nächstes Gufa ein. Gufa? Was ist denn das? Okay. Hauen wir das kleine Vieh mal kaputt, oder? Das Pokémon ist mir auch so gar nicht in Erinnerung geblieben. Gufa. Magenkrempel wird aktiviert. What? Was ist das für eine Fähigkeit? Unter Gortrom! Nein, was? Ey. Das ist ja doof. Ah, wegen den Stacheln, weil wir physisch angegriffen haben, oder?
Oh, unser letzter Beleber. Ich. So, aber egal. Wir sollten uns eigentlich nicht mehr allzu weit in die nächste Stadt haben, oder? Ich habe jetzt keine Lust mehr, gegen wilde Pokémon zu kämpfen. Ich bin's leid. Ja, hier oben ist nur der. Okay, dann geht es tatsächlich noch weiter runter in die nächste Stadt. Was will... Nee. Ich will nicht in das Camp. Ich will den quatschen. Hast du vielleicht schon mal den Camping King getroffen? Man munkelt, dass er sich irgendwo in der Naturzone aufhält. Er kann angeblich die Farbe deines Zeltes ändern und bewertet wohl auch dein Currydex. Krass. Übrigens, wenn dir kalt ist oder du müde bist, kannst du dich gerne in meinem Pokécamp etwas ausruhen. Das ist sehr nett von dir, aber uns geht's super. Wer bist du? Ach, den hatten wir schon, genau. Ja, sind zwar interessante Pokémon hier drin, aber... Yo, ich hab ein bisschen genug von wilden Pokémon. Die sind mir ein bisschen sehr auf die Nerven gegangen heute schon. Ich gehe den am besten aus dem Weg. Außer natürlich, ne, in die, die wir einfach so reinschwimmen. Oder aus Versehen reinradeln auf dem Wasser. Die nehmen wir mit und da holen wir uns auch die Erfahrung nehmen wir da auch mit. Aber ich werde jetzt nicht mehr extra in wilde Pokémon reinrennen. Und vor allem werde ich nicht versuchen, die versuchen zu fangen. Ich bin's leid. So viele Beleber und Tränke einsetzen zu müssen. Für nix und wieder nix. So, das heißt, es geht tatsächlich hier unten weiter. Nicht hier weiter. Sondern hier links weiter, oder? Nein! Nein! Ich habe keinen Bock auf Kaokto. Oh, wer ist denn da links? Rechts. Wer ist denn da rechts? Und wo geht's hier lang? Nein! Lass mich in Ruhe. Die ist auch so... Ja, als ob die uns von da sieht. Ich hatte gerade eine kleine Pause und bin bereit für den nächsten Kampf. Na, wie sieht's aus? Kämpfen wir. Schwimmerin Petra, dann hast du doch bestimmt Wasser-Pokémon. Remoraid, nice. Und hier Leon fürs Münzamulett. Hallo, Filu. Komm. So, und dann wechseln wir aber, ne? Wieder auf Gortrum. Haben wir noch irgendwas anderes gegen Wasser? Gar nichts, ne? Wir haben nur Pflanze, was sehr effektiv gegen Wasser ist. Okay. Blubstrahl sollte jetzt nicht allzu viel Schaden anrichten. Ja, passt. Rasierblatt sollte ausreichen. Gibt auch nicht wirklich viele Erfahrungen, ne, für das kleine Remoraid. Mantax. Wir bleiben bei... Obwohl, gegen das Mantax vorhin war Pflanze neutral. Warum war gegen Mantax Pflanze neutral? Ist es Mantax auch von Typ Flug? Da. Pflanze ist nur normal. Oh. Mantax ist von Typ Flug, oder? Ja, Wasserflug. Okay. Das erklärt es natürlich. Ah! Autsch! Jo. Okay. Okay, dann deswegen. Aber nochmal ein Rasierblatt sollte reichen. Aber dann müssen wir vielleicht sogar wechseln. Die Schwimmerin hat noch ein Pokémon. Oh. Außer es kommt jetzt ein Pokémon rein vom Typ Wasser. Dann können wir mit den Trommelschlägen nochmal. Ja! Octillery. Ich würde mal sagen, Octillery ist jetzt nur von Typ Wasser. Aber es ist trotzdem dumm zu bleiben. Scheiße. Weil selbst wenn wir das Octillery jetzt direkt besiegen, sterben wir als nächstes durch die Hagelkörner. Wir gehen mal auf Kramor.
Dann bekommt Gortrum wenigstens noch Erfahrung für den Kampf und wir müssen keinen Top-Beleber racen, damit das Gortrum auch in den nächsten Kämpfen weiter Erfahrung sammelt. Hat jetzt aber irgendwie weniger Schaden gemacht, als ich dachte. Okay, egal. Jetzt kriegen wir ihn kaputt. Du-du-du-dumm. Pamprosel versucht Megakick. Megakick, Typ normal. Boah, ja gut, ne? Das ist das, was Lord Blub gerade meinte, ne? Jetzt haben wir hier eine Attacke mit Stärke 120. Dafür erleidest du damit keinen Rückstoß, aber es hat auch nur eine Genauigkeit von 75. Nee, lernen wir nicht. Nee, nee. Das schaffen wir auch alles so. Ich bin eine...